Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge OMSI 2 mit mir, den Sevita Let's Player. Wir fahren heute die Linie 801 mit den MAN Line Coach in der normalen Version und mit dem Repaint neu MAN oder ich weiß nicht, was das heißen soll. Ja, ne? Auf jeden Fall fahren wir mit den Line Coach. Wir setzen uns rein, einfach hier drauf drücken, war das? Oder nicht? Also, letztes Mal ging es. Komisch. Ja. Dann setzen wir uns einfach mal so rein. Ja, wir müssen in 5 Minuten ungefähr los. Starten wir mal die Kiste. Oben die Anzeige habe ich schon gesehen. Geht irgendwie gerade nicht auf Neustadt. Scheißegal. So, wir machen uns startklar. Und zwar schnallen wir uns erstmal an hier, legen die Fahrerkarte ein und dann vorgeglüht ist er. Dann machen wir mal den Gang oder den Motor an, ne? Lässt sich verstehen. Es kann sein, dass das, wie soll man sagen, das Mikro hier, also ich benutze jetzt das Rode NT-USB Membran schießt die tot, ja. Ja, wir machen uns hier die rote Schrift an. 3 Minuten haben wir noch. Geschildert müsste eigentlich sein. Gucken wir nochmal. Ach nee, Fahrplan. Hier 801. Wir sind ja letztes Mal die 802 gefahren, so wie ich es auf den Zettel hab. Ne, oh. So. Ich hoffe, hier sind keine Nebengeräusche. Wenn ja, ist ein bisschen blöd. Ach, der hat hier gleich Licht so an. Okay. So. Dann machen wir Licht innen drinne an. Ich bin ganz, ja, wie soll man sagen, heiß da drauf auf diesem Bus. Naja, Automatik. Ah, wir machen erstmal so an. WLAN-Freigabe. Joa. So, leider hat man hier immer noch keinen Dienstplan, was ein bisschen scheiße ist, ne? Gerade Reisebus, naja, Reisebus ist ja nicht so schlimm eigentlich, aber wäre schon schöner. So, Dashboard, Lenkrad stellen wir uns mal kurz ein. So. Achso, hiermit kann man das auch zurückfahren, ne? Ist ganz cool gemacht. Ne? Ach, wir lassen das einfach so. So ist gut. So, von vorne kommt nichts. Und da auch nicht. Würde ich erstmal sagen. Feststellbremse noch lösen. Jetzt kommt da gerade eine. Ja. Gut, noch den. Ah, kommen wir rum. Ja, locker. Easy going, ne? Weiß, jetzt hörte das Lenkrad ein bisschen, aber ist ja nicht so schlimm. Ups, Alter, voll gestoßen hier. Einstieg, dann haben wir hier noch eine Minute. Eine gute Minute. Pff, was ist das denn? Ihr hört, der Bus ist ein bisschen leise. Guten Tag. Guten Tag, Erik. Du bist immer der Erste. So, ich muss mir hier kurz nochmal meinen kleinen Tisch wegstellen. Ne? Weil ich wollte erst da das Mikro rauf stellen, aber okay, ne? Ja, der Arm fehlt mir noch für das Mikro, aber Rode hat ja einen Sockel, kann man so sagen, mitgeliefert. Sie haben an mich gedacht. Nein, das Mikro habe ich beim Mediamarkt gekauft für 205 Euro. Der Preis alleine schon, ne? Der ist nicht so schön. Aber gut, dafür bessere Qualität. Ich hoffe es. Ihr müsst mir mal in die Kommentare schreiben, ob es besser geworden ist. So, dann machen wir auch Abflug.
Ach so, wegen den VDV, Arbeitsplatz, wegen den Tacho, da müssen wir noch mal gucken, wegen Plus und Minus, dass der läuft. Ja, seid gespannt, ne, wann das kommt. Oh, muss den dritten hier beschleunigen. Naja, Sprit sparend. Aber ich würde sagen, das VDV-Projekt geht so langsam voran, ne? Ihr habt ja gesehen, wie ich das auseinandergenommen habe. So die Instagram-Stories kann man so sagen, ne? Jo, schon gut. Hallo, man kann hier Hallo. fast nicht sehen, so dunkel ist Jo, es. vorne ist das dunkel, mein Junge. Mensch, Mensch, Mensch. Bei Gelb kann man doch auch noch rüberfahren. So, Fernlicht an und dann geht's weiter. Naja, Fernlicht wieder aus. Jojo. Huch. Ah, hier steht keiner. Können wir ja auch weiterfahren. Naja, ihr habt es euch ja gewünscht, mit diesem Bus hier mal zu fahren, ne? Wenn ihr wollt, in der nächsten Folge, dass wir mit dem Line Coach L fahren sollen, dann schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Gespannt, gespannt, was wir als nächstes fahren sollen. Und das letzte Update-Video zum VDV-Dashboard kam mir ja richtig gut bei euch an, muss ich sagen. Danke für die Likes und für die positive Bewertung, kann man so sagen. Naja, für die positiven Kommentare dazu, ne? Dass ihr überhaupt hier meinen Scheiß anguckt. Na ja, Scheiß, ihr wisst ja, was ich meine, ne? So, jetzt geht's hier erstmal auf die Autobahn. Da habe ich Bock drauf mit denen hier. Schön 100 jagen. Der fährt ja Oh. rechts. Ich hoffe, ihr seid angeschnallt halt da hinten. Mensch, Mensch, Mensch. Ich glaube, jetzt kommen wir auf den vierten. So. Und oben sie hat einen Ruckler. Gleich meckern sie, oder? Oder? Jetzt kriegen wir einen Black Screen. Ja. Ach, bei Omsi kann man das nur wetten. So, dich können wir gleich auch überholen. Jetzt will er ein Rennen mit uns. Oh, wir haben Haltewunsch. Ab 80 geht die Kontrollleuchte hier an. Links und einmal im Tacho, das Gelbe. Wollte hier gerade den Tempomat reinhauen, aber die fahren ja alle langsamer. Jetzt will ich auch nicht links überholen, dann würdet ihr wieder meckern. Oh, das geht nicht so. Oh, aber darauf müssen wir ihn trinken. Ich werde gleich bremsen da vor uns. Schluck Cola, ne? Ach Mensch, Leute.
Soll ich euch anschieben? Naja, lieber Sicherheitsabstand als drauf zu ballern. Ne? Kennt man ja auch so. Omsi ist immer so eine spontane Sache, kann man so sagen. KI wählt sich immer, ja, den spontansten Weg aus. Habt ihr gesehen? Das meine ich mit spontan. Das hatten wir ja letztes Mal auch. KI. Was soll man sagen? KKI. So, wir müssen noch weiter. Ja, 801. Ja. Und ein bisschen Stoff geben. Jetzt müssen wir auch raus, die nächste. Und ich glaube, jetzt geht's zur nächsten Autobahn. Oh, ich muss schalten. Mann. Hab den Berg hier gar nicht gesehen. Und zum Sonnenuntergang fahren wir. Nein. Wenigstens können wir jetzt hier heizen, ne? Und Omsi leckt ein bisschen, aber gut. Oh, die Feuerwehr ist mal wieder da. Oh Gott, was macht er denn hier? Ist er besoffen oder was? Gerade der Taxifahrer. Oh, das ist nett. Ich komm. Ihr lässt mich doch alle rüber. Das ist super. Na gut, wir haben 3 Minuten Verfrühung an der nächsten Haltestelle. Das ist Omsi. Erstmal schön Verspätung und dann ja. Verfrühung. Na gut, wir spulen mal 2 Minuten vorher. Vorher. Hallo. Hallo. Dann müssen wir nur noch 1 Minute hier warten, weil sonst, hallo, ne? Hallo. Sonst ist mir dort ein bisschen Baden zu viel hier. Aber schick sieht aus. Schick. Muss ich echt sagen. Auch hier mit den Radkappen. Naja, es sind ja keine Radkappen. Sind ja Felgenschutz oder keine Ahnung was. Was das ist. It. Auch die Heckleuchten, die sehen oh, geil aus. Effizienz die hier. Cool. Warum nicht, ne? Und wie soll man sagen? Hubautomatik? Ja, schön hochziehen da. Ah, LWD. Schätzelein. Jojo, ne. Gut, dann machen wir mal weiter. Bahnhof Neustadt ist ja hier um die Ecke, kann man sagen. Komm, spring bitte vorher oben. Mann, ey. Oh, er hat auf mich gehört. Mann. Und ich finde, bei diesem Bus kann man die Geschwindigkeit nicht so einschätzen, ne? Man ist auch mal bei 50 und dann ist man schon über 50, ne? Geht ganz schnell, weil man den Motor auch nicht richtig hört. Der ist so leise. Ah. So, wollte ich mit? Oh, die ganze Horde wie eben mit. Enkeltochter und so, Schwester.
Oh, ein Blümchen, Vater und so. Schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Da hallo. Ist auch kein Inverter. Warum geht ihr nicht einfach guten durch? Abend. Ja, Anzeichen. Hallo. Guten Abend. Ja, hallo, hallo. Ich weiß, ich bin der Beste. Ja, geht durch. Ja. Jo, alles gut. Mensch, Mensch, Mensch. Was ist jetzt los? Gang rein. Heizen. Hier links, ja. Tatsache. Oh, ich musste bremsen. Ich dachte, ich bin der Beste. Jetzt bin ich traurig. Nee, beleidigt. Beleidigte Leberwurst. Mann, Mann, Mann. So geht das nicht. Alter, der dritte Gang will manchmal nicht. Mensch, Mensch, Mensch. Guck mal, jetzt schon wieder bei 60, ne? Gott, das geht schnell. Komme ich gar nicht hinterher mit den Augen. Und Omnensee ist stehen geblieben. Wir hätten auch meinen Flixbus nehmen können hier. Mann, Mann, Mann. Guten Tag. Hab ich's wieder versäumt. Können Sie vielleicht ein bisschen heller machen? Ich bin kurzsichtig, ich sehe nichts. Kurzsichtig, aber kommst hier rein, ne? Jo, jo, jo. Wenn der Busfahrer durchkommt, dann brauchst du ja wohl nicht bremsen, ne? Oh Gott. Ach nee, dann heißt es ja, nee, ich war es nicht, der Unfall, ne? Also den Unfall habe ich nicht gemacht. Das waren sie. Sie haben den Unfall gemacht. Huch. Geil, wenn man nichts sieht. Schon wieder bei 55. Meine Jüde, Bahnhof Neustädt, ich sehe ihn schon. Was ist da denn so laut gewesen? So, wo müssen wir denn hier hin? So, so, so. 801, hier. Nur Ausstieg. So, ich hoffe, ihr hattet mal wieder Spaß mit mir. Wenn ja, dann würde ich mich freuen auf eine positive Bewertung, auch ein positives Kommentar, kann man so sagen. Ja, falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, ich blende es hier mal ein. Seevital_Let's Player, da poste ich so Busfotos, Real-Life-Fotos, sowie auch ja, unterschiedliche Videos, ne, vom Fahrrad. Von dit, von dat. So, wo sind wir hier? Ne, also, wenn ihr irgendwie Instagram habt oder auch Facebook, da ist ich auch Seevital und Seevital-Let's Player. Einfach mal auschecken. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, schönen Morgen, auch wann ihr dieses Video seht.
Falls ihr noch nicht abonniert habt, dann abonnieren. Abonnieren ist kostenlos, so wie auch ein Google-Konto. Bis dahin, haut rein, bleibt geil. Tschö, tschö. Ja, Seebetal, Let's Player.